Hallo, wir sind heute aus einem ganz besonderen Anlass hier. Der besondere Anlass ist Freddy. Freddy ist ein Zyklon, der gerade sich Richtung Mauritius bewegt. Und Freddy ist ein ganz besonderer Zyklon, denn Freddy hat Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Stundenkilometern nahe dem Zentrum. Einstufung, ein sehr intensiver Zyklon. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn Freddy tatsächlich auf bewohntes Gebiet, also auf einer der Inseln hier, Mauritius, Reunion oder Madagaskar auftrifft. Wir sind im Augenblick medium optimistisch. Die Prognose ist, dass Freddy zwischen 175 und 200 Kilometern am Norden von Mauritius vorbeizieht. Trotzdem sind wir natürlich vorsichtig. Mit unserem Katamaran, der Dreamcatcher, sind wir gerade im sicheren Hafenbecken von Mauritius. Hier verteilen sich gerade ganz viele Boote miteinander, um so zu versuchen, maximale Sicherheit zu finden. Wir sind gerade mit Freddy mit Zyklonwarnstufe 1. Das heißt, wir erwarten Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Stundenkilometern in 36 bis 48 Stunden. Das heißt, im Augenblick ist auf Mauritius eigentlich gar nichts. Schönes Wetter, strahlende Sonne, kein Wind und ruhige See. Aber das wird sich, je näher Freddy kommt, ändern. Wir melden uns wieder, wenn wir in die nächste Zyklonwarnstufe gehen, 2. Das heißt, Freddy kommt näher und wir erwarten Windgeschwindigkeiten innerhalb der nächsten Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Stundenkilometer innerhalb der nächsten 12 Stunden. Wir halten euch auf dem Laufenden.